meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute einen schönen H&M Haul für euch, wo ich meine Sachen euch mal vorzeigen möchte und vorstellen möchte. Und fangen wir doch direkt mal an. Und zwar habe ich BHs benötigt, und zwar helle BHs, die man unter so weißen T-Shirts, weißen Oberteilen und so nicht direkt sieht. Und da bin ich eben ins H&M und habe dort nach meiner Größe geschaut. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Problem auch kennt. Ich habe die Größe 85C und diese Größe ist sehr schwierig zu finden. Aber ich wurde fündig gestern, Leute. Und zwar einmal dieses Paar. Ich kaufe immer so die Doppelsets. Also einmal hell und einmal schwarz, klassisch. Das Schwarze ist eigentlich immer dabei. Und eben 85C. Und die haben 27,95 € gekostet. Und ich habe es hauptsächlich wegen diesem Creme, diesem Beige gekauft, dass man das halt unter den T-Shirts nicht sieht. Genau, einmal dieses Set. Dann habe ich ein zweites gefunden, aber dort musste ich zum zweiten H&M hier in Bern. Und da habe ich dieses Set gefunden. Endlich, Leute. In meiner Größe, Leute. Und zwar eben wieder so ein Creme, also ein Nude, Beige und ein weißes. Weiß kann man auch immer benötigen. Und das war eben auch 85C. Und wieder ein Doppelset, also günstig, 27,95 € wieder. Genau. Dann habe ich noch einen einzelnen BH geholt, und zwar nur wegen der Farbe, Leute. Und weil es halt recht gepriesen wird, dass man diesen BH halt unter schulterfreien Oberteilen anziehen kann und dass man halt die Abdrücke des BHs nicht sieht. Und dieser BH ist dieser. Schaut euch die Farbe an, Leute, der ist so schön. So schokobraun, eben auch 85C wieder. Und dieser hat auch so Träger, falls ihr ihn mit Träger tragen möchtet. Und dieser hat gekostet 24,95 €. Also eben, wie gesagt, vorhin habt ihr ja gesehen, zwei für 27,95 € und dieser war halt teurer. Aber ich fand den so schön, Leute. Also eben, ihr könnt ihn ohne Träger tragen und man sieht den halt unter dem Oberteil nicht. Und ja, wegen dem habe ich es gekauft und auch wegen der Farbe. Genau. Dann, ich greife einfach zu und zeige euch, was ich geholt habe. Dann habe ich mir da diese Unterwäsche geholt. Die war im Sale, zwei Stück. Die sind auch eben zwei Tangas, welche man bei den Hosen nicht sehen sollte. In der Größe M. Sehr schöne Farbe, Nude wieder, so sportlich hier mit diesem Gummizug. Genau. Dann habe ich ein Jäckchen geholt für den Herbst oder halt auch im Sommer für kalte Sommernächte. Und zwar in dieser schönen Mintfarbe. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt. Es kommt eher grau. Und die Größe ist auch wieder M. Und ich habe es geholt für 9,95 €. Es war runtergeschrieben. Ich sehe den Preis gerade nicht. Ich glaube von 18 Franken eben. Halber Preis. Genau. Sehr schön mit diesen Knöpfen. Und war in der Business-Abteilung. Also ich gehe recht gerne in die Business-Abteilung von H&M. Die haben immer schöne, elegante Sachen. Genau, und dann habe ich ein so schönes Sommerkleid geholt, für wenn ihr in die Ferien geht oder auch sonst eben hier in Europa.
im Sommer könnt ihr dieses Kleid tragen. Und es hatte nur noch ein Stück und ich habe es gesehen, ich habe mich verliebt und ich habe nur gehofft, dass mir dieses Kleid in der Kabine dann auch geht. Und zwar, schaut euch das an, Leute. Das ist so schön mit diesem Blumenmuster. Hier ist so Dreieck geschnitten, Rückenausschnitt. Habt ihr auch noch so ein Bändelchen für den Rücken. Und vorne sieht es halt so aus, eigentlich gleich, außer diesen Faden. Der hat auch so längere Ärmchen, so Dreiviertelärmchen mit so Gummizug. Und ich habe mich wirklich in die Farbe verliebt und in die, ja, wie es genäht wurde, so hier, so, genau. Und das war eben auch die Größe M. Und ich habe es geholt für 15 Franken, also 14,95. Sehr schön, Leute. Und der Stoff gefällt mir auch, sehr locker. Sehr schön für die Arbeit auch oder am Abend für so Grillfester. Genau, ich freue mich, das schon anzuziehen. Dann, was habe ich sonst noch? Ich habe recht viel geholt, Leute. Ich habe diese Farbe gesehen. Schaut, ich zeige euch nun mal die Farbe. Das Hellblau. Und ich mag so, eben wie gesagt, schon in den früheren Videos, ich mag auffällige, schöne Farben, die es nicht so viel gibt in den Läden. Hier in Europa und allgemein in der Schweiz. Und ich habe dieses Kleid gesehen. Das hat so diese Ärmelchen, sehr hübsch und sehr filigran und elegant. Und nachher diese schöne Naht hier oder Stickerei halt vom, wie sagt man, halt beim Brustbereich. Und dann hat es hier so einen Gurt, welchen man anbinden kann. Und das Kleid ist halt wirklich sehr, sehr hübsch. Für die Arbeit habe ich es mir geholt, weil eben hier ist es in der Schweiz momentan sehr heiß und solche Kleidchen gehen immer bei der Arbeit, wenn man schon nicht viel Haut zeigen darf. Genau, sehr hübsch. Auch von der Business-Abteilung. Ich kann euch dann auch immer ein Bildchen einblenden, wo ich diese Sachen getragen habe. Genau. Dann, ah, okay. Ich habe mir im H&M im Sale einmal ein Oberteil geholt und ich habe mich in dieses Oberteil verliebt. Und ich wusste, dass dieses Oberteil jede Saison im H&M ist. Aber ich war geizig, dies zu kaufen, wenn es nicht Sale war. Aber das ist so ein schönes Basic-Oberteil und ich habe mich jetzt beschlossen, dies in allen Farben zu holen, die ich gesehen habe im Laden. Also, und zwar handelt es sich um dieses Oberteil, Leute. Das ist so halt eben auch wieder von der Business-Abteilung. Das hat hier so auch wieder so ein Dreieckschnitt beim vorne bei der, eben wie sagt man, beim Brust. Und ja, hinten auch einfach klassisch. Es ist nicht so ein richtiges T-Shirt, es ist geschnitten, aber das kann man sehr gut unter Blazern anziehen oder im Sommer halt. Und das sieht immer so elegant aus, Leute. Ich habe so ein, wie sagt man, so ein hellblau-grünes, eben mal im Sale ergattert. Und ich habe die Größe hier bei diesen Oberteilen, weil ich halt viel Brustbereich habe, die Größe L. Und pro Stück hat das halt eben 14,95 gekostet. Genau. Einmal in Schwarz. Dann in so einem, wie sagt man, so grün-grau, wie das Jäckchen, das ich euch gezeigt habe. Halt immer die Größe L. Das ist so schön, so sieht es aus nachher, Leute. Ich finde das so schön. Eben in dieser Farbe. Dann in diesem Muster, Leute.
so gestreifelt und auch wieder so. Und man sieht die Brüste nicht, also der Ausschnitt ist gerade super und eben für die Sommertage, diese Oberteile bei der Arbeit oder auch in der Schule oder so, sehr elegant und sehr bequem. Und ihr bekommt auch Komplimente, also wirklich. Und dann einmal in diesem Weiß. Halt immer in L, diese Oberteile, weil das andere, was ich im Sale ergattert hatte, war auch L. Und ich habe mich richtig wohl gefühlt in dem. Und mal schauen. Ja, das waren eben alle. Ich muss schnell schauen. Einmal, zweimal, dreimal, vier. Viermal das gleiche Oberteil geholt, aber ich bin so zufrieden mit diesem Oberteil. Also wenn irgendeine andere Farbe kommt, ich gebe sie mir holen. Genau, dann habe ich ein Badekleid vom H&M gefunden. Und zwar habe ich diese im Sale gefunden und die Größe war, glaube ich, 42. Aber ich muss bei den Badekleidern dort immer eine recht große Größe nehmen, weil ich habe viel Brustbereich und ich habe auch einen Po. Und wenn ich irgendwie meine Größe 38 nehme, das ist viel zu klein. Also meine Brüste schauen überall raus, mein Po schaut überall raus und auch der Intimbereich vorne, man sieht alles. Und in dem fühle ich mich halt nicht wohl. Und ich habe halt dieses gefunden, eben etwa in der Größe 42. Ist sehr hübsch hier, elegant mit dieser Verknotung und halt schön schwarz, klassisch. Ich habe es auch schon getragen. Der Po ist halt, wie soll man sagen, es ist halt nicht mehr wie früher. Es ist halt so Brazilian geschnitten. Also wenn man sich bückt, dann sieht man den Po-Bereich halt, die Po-Backen schon recht gut. Ist nicht wie früher, wo alles bedeckt war. Genau. Und ja, es hat hier auch so Herz drin bei den Brüsten, dass man nicht die Nippel nachher sieht von der Kälte. Und ihr könnt das auch hier so mit diesem Gurtteil vergrößern oder verkleinern. Und ja, war sehr hübsch. Ich muss es mir holen. Dann, was habe ich sonst noch? Ah ja, es ist nicht alles H&M, sorry Leute. Aber ich habe so schöne Sachen gefunden, die muss ich euch zeigen. Und zwar habe ich noch drei Sachen. Und zwar einmal dieses schöne Kleid, Leute. Also ich habe das Kleid gesehen und zwar habe ich es vom Mango. Dieses hier mit so Punkten und diesen Ballonärmchen und diesem geraden Schnitt hier bei der Brust und auch beim Rücken. Und ich habe dieses Kleid gesehen und mir kam einfach so Italien in den Sinn. Mit diesem Kleid auf einem Velo und dann Velo mit einem Korb vorne dran und dann macht man einfach schöne Fotos. Und ja, ich mag diese Punktmuster und diesen geraden Schnitt bei dem Brustbereich und auch diese Ballonärmchen. Und ich habe das gesehen, es gab es nur noch einmal und die Größe war XL. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht ist es ein bisschen zu groß, aber als ich es getestet habe, hat es super ausgesehen. Also wie gesagt, ich kann euch zu jedem ein Bild einblenden und dann seht ihr etwa, wie es aussieht. Und das Kleid war 29,95, also war auch runtergeschrieben. Also sehr hübsch, Leute. Genau. Und dann war ich letzte Woche noch im Lidl und habe so etwas Tolles gesehen. Schnell zeigen. Also einmal sicherlich diese Hose hier. Die sieht so bequem aus. Das ist wirklich so eine Wellnesshose, heißt sie auch. Und die hat auch so Taschen an den Seiten, wie eine Trainerhose. Und auch hier so Gummizug bei den Füßen.
Und die Größe war M, 40-42 in Grau, genau. Musste ich mir holen und ich freue mich, diese schon anzuziehen zu Hause und rumzugammeln hier im Wohnzimmer oder in meinem Büro oder keine Ahnung wo. Und dann dazu habe ich noch dieses Oberteil geholt. Das ist ein Set eben. Die Größe ist ebenfalls M und auch grau. Ich habe gesehen, diese haben auch so eine rosarote Farbe gehabt. Die war auch sehr hübsch. Die wollte ich eigentlich auch haben. Aber leider gab es dort nur noch das Oberteil halt immer und meine Größe gab es nicht. Und darum habe ich mir einfach die graue Version geholt. Genau. Eben, wie gesagt, ich kann euch die Teile mal anziehen und vorzeigen, wenn ihr wollt. Und ich hoffe, ihr habt etwas Schönes gefunden und geht es euch vielleicht auch holen. Oder ja, wie ist es bei euch? Findet ihr zum Beispiel auch eure BH-Größe in den Läden? Oder ist es nur bei mir der Fall? Keine Ahnung. Schreibt das doch mal in die Kommentare, dann können wir uns gegenseitig helfen oder auch Tipps geben, wo ihr eure Unterwäsche oder eure Kleidung holt oder auch eben, wie gesagt, die Badekleider. Das würde mich sehr freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, weil ich habe noch ein Aufgebraucht-Video, Leute. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Tschüss, meine Lieben. Bye, bye.